Ja, hallo Freunde und willkommen zurück bei Mario Kart 8. Nein, wir spielen jetzt nicht den Online-Modus, ich wollte nur mal hier ein anderes Bild einblenden. Wir spielen natürlich weiter den Einzelspieler und obwohl wir den Online-Modus irgendwann wahrscheinlich mit Fabi und so weiter auch noch spielen werden, spielen natürlich weiter in der 150er-Klasse mit dem Sternpokal, der keine drei Sterne hat. Finde ich ganz schön frech hier. Aber was soll's, wir nehmen uns einen neuen Fahrer und zwar nehme ich mir mal den guten Bowser. So, welches Fahrzeug? Fahre ich mal Quad oder bin ich eigentlich schon mal Quad gefahren? Ne, Quad bin ich noch nicht gefahren. Deshalb nehme ich mir jetzt mal das Quad. Beschleunigung gibt uns die Wolke ziemlich gut. Nehmen wir die ruhig, die ist ganz nett. Ja, da sind wir dann beim Königscup, meine Freunde. So schnell kann das gehen. 150 Königscup. Vielleicht hole ich mir die drei Sterne im Sterncup dann noch privat einfach. Sei jetzt einfach nur scheiße, dass ich da wirklich den letzten Part so ein Vierter geworden bin in der einen Runde. Aber man kann halt nicht immer Glück haben. Die Wolkenstraße. Auch eine sehr, sehr geile Bahn, wie ich finde. Einfach nur super designerisch umgesetzt. Mal sehen, wie weit wir mit diesem Kart hier kommen. Mit diesem Quad. Bowser ist echt gigantisch. Und hat einen wunderschönen, detailreichen Panzer. Und wir fallen erstmal runter. Gleich den Panzer abschießen. Und wir kriegen erstmal gleich einen Boost. Und noch einen Boost. Geile Sache. Okay, das fährt sich schon anders hier. Oh, den Pelz hätte ich ja nicht einsetzen sollen. Okay, das fährt sich natürlich ein bisschen klobiger hier. So, aber wir sind Vierter. Oh, scheiße. Da kam der Blitz in dem Moment an. Der sich da... Boah, das war... Da hatte ich aber gerade Glück. Und da hatte ich gerade Pech. Okay, Leute, wir müssen uns sammeln. Scheiße, der hat einen Stern. Okay, der lässt ihn in Ruhe. Okay. Nochmal Konzentration hier. Scharfe Kurven mag ich gar nicht. Da will mich jemand verbrennen, das ist unfair. Boah, da gibt es da viele Münzen. Alter. Nee, also so kriegen wir die hier nicht. Das ist ja unglaublich schlecht. Ey, wie schlecht fahre ich denn gerade? Zweiter! Boah, Alter, ist echt gefährlich, darüber zu fahren. Wozu braucht Bowser eine Feuerblume? Er könnte doch einfach Feuer spucken. Tschüss Mario, wir sehen uns im Ziel. So, hoffentlich kommt jetzt hier kein Blitz. Dankeschön. Boah, das ist echt schwer hier zu steuern mit dem Ding. Es hat kein Handling. Naja, wir haben unsere 10 Münzen. Und wir sind Erster. Sehr schön. Hat doch noch geklappt. War ein ganz schöner Kampf hier. Vor allem mit diesem Quad, was sich echt schlecht fahren lässt. Finde ich. Naja, nächstes Rennen. Erster ist Erster, würde ich mal sagen. Verdient ist verdient. Gekonnt ist eben gekonnt. Wer mir von euch sagen kann, woher das Zitat gekonnt ist, eben gekonnt, was ich gerade gesagt habe, herkommt, kriegt von mir ein Bienchen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst.
Das wissen nur die eingefleischten Fans wahrscheinlich von der Sache, wo das her ist. So, hier in der Wüste sind wir vielleicht mit dem Quad ganz gut dran, ne? Auch wenn es echt klobig ist. Ja, ich dachte, es könnte klappen. Durch den Sand damit gut zu kommen. Also man wird auf jeden Fall nicht so doll langsam wie mit anderen Fahrzeugen. Das wollte ich halt mal gerne wissen. Boah, Windschatten. Ja, klar. Egal, wir fahren hier lang und kriegen noch einen Panzer ab. Ey, das ist unglaublich. Uah, Bowser freut sich. So, jetzt hier aber. Piranha-Pflanze. Zieh mich, Pflanze, zieh mich! Lol, hat es gerade abgeblockt? Haha, coole Sache. Zwei Münzen von uns. Ist mir auch erst, glaube ich, als ich den 50er gespielt habe bei mir privat, ist mir das auch erst sehr spät aufgefallen, dass die Münzen ja zwei Münzen bringen. Anstatt nur eine. Uah. Oh, das fährt sich so komisch, ey. Es sieht bestimmt aus, als wenn ich betrunken bin, so fahre ich gerade. Boah, hier muss ich kurz immer abbremsen, sonst knall ich da voll gegen die Wand. Gut. Haben wir uns schon mal in die finale Runde gerettet? Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel kommen. Einmal hier rum. Einmal hier lang. Einmal ein Stunt. Nicht dagegen rammen, oder doch? Ja, klar. Scheißpflanze. Hatten wir, glaube ich, gerade Glück, dass wir diesen Tintenfisch hatten. Dadurch sind die Gegner auch alle verlangsamt. So, sehr schön. Ich würde gerne mal da oben raufkommen. Ich habe immer noch nicht genau rausgefunden, wie. Scheiße, das könnte uns den Sieg gekostet haben. Ja, das wird eklig. Oder auch nicht, weil wir Mario noch überholen, Metal Mario. Ha, tschüss. Sehr schön. Oh Mann, das ist hier ganz, ganz, ganz schön knapp mit dem Quad. Ganz schön Quad. Ganz schön Quad. Das ist ganz schön Quad mit dem Quad. Was? Das ist ganz schön knapp hier, muss man ehrlich sagen. Hahaha, Bowser, kann man tief in ins Maul reingucken. Nächstes Rennen. Aber Bowser ist da sogar auf dem Quad angezeigt. Hm. Nee, also das Bike, auf dem Waluigi da sitzt, auf dem im Ladebildschirm, das ist mein Lieblings-Bike, definitiv. Da kommt nichts ran. Und diese Stage sieht einfach nur dermaßen cool aus, wenn man das mal betrachtet. Es sieht einfach nur episch aus. Uah, Bowser brüllt. Und das Tor geht auf. So, mal sehen, wie sich Bowser auf einem Quad in seiner eigenen Stage macht. Super. Ja, toll. Ich fahre nie wieder ein Fahrzeug ohne Handling, ey. Mann, was habe ich denn gerade für Pech? Jetzt hau den Boost rein. Mario ist trotz des Windschatten schneller als wir. Und da wollte ich jetzt auch nicht rein. Zwar schön warm, aber nicht warm genug. Oh, hier können wir abkürzen, hoffe ich. Sehr geil abkürzen. Oh, da ist ein Stern hinter uns. Finde ich jetzt gar nicht so toll. Nein, du blöder Metal! Alter! Der wirft uns doch gleich ab, wetten. Oder nicht? Oh, nein, nein, nein! Oh Gott, es ist so klobig zu fahren einfach nur.
Nimm das, Mario. Und Bowser Hand haut auf die Bahn rauf. Das ist ja unglaublich hier. So. Wie kriegen wir die beiden Nasen überholt? Indem wir kein Item einsammeln. Das ist die beste Variante. Ja, es war auch klar, dass Luigi den gleich auf uns schießen wird. Alle werden hier gerade von roten Panzern abgeschossen. Oh, Bowser-Statuen schießen hier Laser. So, erstmal Luigi, gib uns mal einen Boost, danke. Wir sehen uns dann im Ziel. Hier Nasen. Okay, das war scheiße. Egal, wir haben eine Banane zur Abwehr. Okay, super. Diesmal die Kurve nicht zu eng nehmen. Sehr schön. Es könnte was werden, Leute. Es könnte was werden. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Der hat sowieso einen roten Panzer. Okay, wir hätten ihn abwehren können, aber... Scheiße, Dreck. Hat der uns noch überholt, ey. Krieg ich einen zu viel. Nee, mit dem Quad kann ich echt nicht fahren. Okay, aber 42 Punkte sind erster. Sollte uns auch so schnell niemand einholen können. Denke ich mal. Puh. Ist ja ekelhaft, mit dem Quad zu fahren. So, und dann sind wir schon beim Regenbogen-Boulevard, der in jedem Special Cup am Ende liegt. Ja, die Meinungen über den sind etwas geteilt. Also, er sieht extrem geil aus, muss man mal sagen. Aber so vom Fahren her fand ich ihn persönlich noch nie so berauschend, weil er relativ langweilig ist. Da passiert nicht so viel. Also vergleich mal jemand mit dem Boulevard von Double Dash zum Beispiel. Da passiert viel mehr. Möchte uns vielleicht noch jemand eine reinhauen? Irgendjemand noch? Hat jemand Bock? Nee, heute nicht. Mit dem Quad habe ich mir so ein bisschen selbst das Todesurteil hier gegeben, weil ich mit dem echt nicht fahren kann. Oh, der goldene Pilz. Und erstmal runterfallen. Oh, sind wir aber ganz schön weit vorne gekommen, auch trotzdem ich runtergefallen bin. Boah. So, hier jetzt. Mann, ey, was ist denn das? Wie viel Pech kann man haben? Oh, geh in die Kurve, Bowser, geh in die Kurve. Oh, das ist unglaublich. So, nochmal hier probieren jetzt hier. Schön in die Fahr. Schön innen fahren. Designerisch kann man gegen die Bahn echt nichts sagen, aber ihr merkt, die ist ziemlich kurz und ist nicht so wie die anderen Boulevards, die man sonst so hatte. Ich fall wieder runter, toll. So, hier jetzt schön in die Kurve gehen. Und noch einen schönen Blitz für uns. Alles klar. Nee, oder? Jetzt muss ich mir lassen. Ich mach's gerade ziemlich spannend. Aber das liegt wirklich an dem Quad, also. Natürlich ändert das jetzt die Richtung. So, tschüss Mario. Diesmal fahre ich nicht runter. Ha! Diesmal falle ich nicht runter. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. So.
Und nochmal schön Boost hier. Und damit sind wir wieder auf allen Strecken Erster geworden. Und das, obwohl ich dieses behinderte Quad gefahren bin. Ha! Nein, wir sind nicht auf allen Strecken Erster geworden. Wir sind auf der davor Zweiter geworden, ne? Weil uns Metal Mario in letzter Sekunde überholt hat. Tja. So kann's gehen. Trotzdem haben wir die Ergebnisse und sind Erster. Besser kann's wohl nicht laufen. Meine Freunde. Meine guten Freunde. Russische Akzente. So. Dö. Die zeigen wohl immer eine zufällige Stage. Nochmal Mario Kart TV. Weil diesmal ist es ja die vierte Bahn. Vorher war es ja die erste beim vorigen Cup. Das habe ich jetzt wahrscheinlich endlich verstanden. Immerhin, dass hier immer eine zufällige Bahn gezeigt wird. Ja, wir sind überall Erster geworden, außer in Bowsers Festung. Bowser hat wohl kein gutes Heimspiel hingelegt hier. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben den Ultra-Königs-Cup-Pokal mit 2 Sternen. Naja, besser als gar nichts. Und wir haben 900 Münzen gesammelt und ein neues Fahrzeugteil. Das ist doch auch mal geil. Kriegen Bowser noch als Stempel, weil wir ihm zum ersten Mal im Grand Prix gefahren sind. Ja. Was gibt's noch weiter zu sagen? Danke, dass ihr dabei wart. Tut eure Pflicht als Abonnenten, wenn ihr schon Abonnenten seid. Also es wäre nett, wenn ihr uns abonnieren würdet. Ich meine, stört euch ja nicht weiter. Ihr könnt dann die Videos nicht verpassen, die wir so hochladen, wenn euch die gefallen. Könnt ihr auch einen Daumen hoch geben. Ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, ne? Also, danke, dass ihr dabei wart. Tschüss!